Hallo und willkommen zu. Jetzt wollte ich schon zurück sagen. Hallo und willkommen bei Clanvolk. Jetzt weiß ich nicht, ob es von Hooded Horse kommt oder von Minmax Games. Ich glaube, das ist der Publisher und das ist der Creator. Ich weiß es nicht. Wir starten rein. Das Spiel ist im Early Access. Ich verstelle hier nichts. Wir spielen ein bisschen am Seed. Oh, warte, ich habe übrige Punkte. Ach so, das heißt, ich kann hier so ein paar Punkte verteilen. Ich hätte gerne ein paar Wildtiere. Interessant. Also ich würde sagen, im Wald, und da sind natürlich auch Wildtiere. Ich habe keine Ahnung, was diese Welteinstellung hier bringt. Machen jetzt erstmal kein Grasland. Wir machen einfach mal zwei Wald, ein Wildtier. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Ich glaube, da kann man sich so ein bisschen die Welt so ein bisschen eigenterraformen. Ich habe selber das Spiel auch noch nie gespielt. Ich habe mir auch nie was dazu angeguckt. Ich habe nur mal gesehen auf Steam, oh, das sieht aus wie Rimworld. Habe ich gedacht, ey, musst du reingucken. Das gönnst du dir. Oh, das ist der Seed. Muss ich irgendwas klicken oder so? Clan erstellen. Hier, wir nehmen einfach mal den. So, was ist das? Schwierig, sehr schwierig. Empfohlen. Ein Clan macht sich auf, um ein Heim für Generationen zu errichten. So, wir haben hier männlich, weiblich, verheiratet. Unbekannt. So, dann haben wir hier einmal Walter. Quietschwiedel, unermüdlich. Wird wenig schlafen. Ist leicht zu unterhalten. Das sind die Senioren, also das Oma, Opa, ja. Dann haben wir hier... Ach, wir können die durchrandomisen oder was? Oh nein, das kostet... So, wir fangen nochmal von vorne an. Ich kann mich hier... Kann ich Geld ausgeben, um Sachen zu kaufen? Das ist natürlich interessant. Optimist hat arbeiten, das klingt schon mal gut. Will nicht kochen, will nicht jagen, will Holzwirtschaft, will reinigen. Ach so, hier kann man dann so Sachen kaufen und freischalten und... Wie gesagt, ich habe noch keine Ahnung. Ich gucke erstmal nach Transport, Sammeln, Ernte, Kochen. So, das sind hier die Babys. Ich werde jetzt hier auch erstmal nichts erstellen. Ich gucke mir das erstmal nur an und... Ja. Verkaufe Hennen, das ist mein Inventar. Also ich könnte hier was verkaufen. Ich könnte auch was kaufen. Und das Rewollen würde mich was kosten. Überlebenschance 50%. Was soll das? Ja, okay, das sieht schlecht für uns aus. Rechne da nochmal Überlebenschance minus 40%. Tutorial an, Clan gründen. Ich lasse einfach alles. Willkommen bei Clanvolk. Clanvolk überlebt nur mit sorgfältiger Vorbereitung. Du kannst ihre Chancen mit einem kurzen Tutorial verbessern. Klicke linke Maustaste auf den Hinweis. Halte rechte Maustaste, um die Kamera zu bewegen. Ey, da wird direkt der Leck hier. Klicke linke Maustaste auf die Schaltfläche des Clanmitglieds, um es auszuwählen. Angus. Erneut, um die Kamera zu fokussieren. Du kannst kontrollieren, was dein Clanvolk zuerst macht, indem du Fertigkeiten priorisierst. Bestimme die Aufgaben, machen bestimmte Clanmitglieder mehr Spaß, andere weniger.
Und in manchen sind sie besonders gut. Klicke linke Maustaste, um Sammeln auszuwählen. Wie gut ist der denn in Sammeln? Ach, das steht hier gar nicht. Hier stehen die Bedürfnisse. So, erst hier stehen die Skills auf Sammeln. Erhöhe die Priorität auf Sammeln aufs Maximum. Gesammelte Dinge werden simple, die Bärenäste, Steine. Ich kann auch einfach hier drücken, ne? Aber ich soll hier drücken, okay. Dieses Clan-Mitglied wird nun allem voran sammeln. Du musst Prioritäten ändern, Aufgaben verteilen und bauen, um die Bedürfnisleiste deiner Clan-Mitglieder zu füllen. Manchmal wirst du dein Clanvolk überarbeiten müssen. Das verschlechtert ihre Stimmung, kann sie aber am Leben erhalten. Ups. Aus Versehen Rechtsklick gemacht. So, dieses Clanmitglied ist nun Überlastungsmodus. Es wird bis zur Erschöpfung arbeiten und bekommt schlechte Laune, wenn es nach Dienstschluss arbeitet. Mit schlechter Laune verlangsamt sich Arbeits- und Lerntempo. Dieses Clanmitglied ist nun im Freizeitmodus. Es wird nicht arbeiten, jedoch bekommt es gute Laune und macht vielleicht sogar ein Nickerchen, um etwas Schlaf nachzuholen. Das Clanmitglied hat mit der Arbeit begonnen. Fast alles hat ein Stopp-Start-Schaltfläche. Angehaltene oder gestoppte Clanmitglieder, Objekte und Gegenstände halten still oder werden ignoriert. Jetzt, wo das Clanmitglied angehalten ist, wird es sich einer neuen Aufgabe widmen, wenn es sich wieder in Gang setzt. Ach so, wenn ich dann hier die Prios ändere, kann ich den anhalten und wieder weitermachen und dann setzt sich die neue Aufgabe. Dieses Clanmitglied ist nun wieder zum Arbeiten bereit. Ja. So, im Moment ist er noch pausiert, ne? Wir gucken hier erstmal durch. Medizin ganz oben, wichtig. Dann das, was er kann. Das, was er nicht will, tue ich mal ganz nach unten. Ne, will er ja nicht. Reinigen, Transport, Kleidung, Kochen, Holzwirtschaft, Ernte. Landwirtschaft finde ich wichtiger. Machen wir es mal so. Gucken wir uns die anderen mal an. So. Sie reinigt am liebsten und kocht am wenigsten gern. Das heißt, wir machen hier Medizin immer ganz oben. Außer wir haben einen Arzt, ne? Aber machen wir erstmal so. Erfahrung plus 2. Das heißt, sie wird auch gut im Jagen sein. Dann machen wir Jagen über Reinigen. Guck mal, Erfahrung mal 8. Also Industrie, das ist sein Ding, ja? So, was ist mit Finlay? Sie sammelt gerne und kocht auch gerne. Ich finde Kochen wichtiger als Sammeln, deswegen machen wir Kochen drüber. Was macht sie ungern? Ernte ganz nach unten. Kann man die auch sperren? Huch. Lass uns ein paar Dinge organisieren, damit die Bedürfnisse deines Clans nicht vernachlässigt werden. Ja, ja, ruhig. Erstmal hier, ne? Vane. Erfahrung Medizin schon ganz oben, gut. Industrie ganz unten, alles klar. Hochbell kann noch nichts, ist Baby. So, was mit Mathe? Will nicht sammeln. Ganz nach unten. Huch. Die haben auch alle unterschiedliche Reihenfolgen schon, ne? Sehe ich gerade. Zum Beispiel hat sie Ernte ganz oben. Die anderen hatten da, also fast ganz oben. Jeder hat Medizin ganz oben. So, sie mag Transport. Ist besonders gut im Reinigen. Dann würde ich sagen, machen wir es so. Wer hatte denn Reinigen? Wir hatten da einen, der gerne reinigt, ne?
Sie würde aber eher jagen. Egal, machen wir jetzt Marco. Was kann denn Marco sammeln? Ist schon gut. Den runter, also bauen will die absolut nicht. Aber sie ist gut im Sammeln. Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob das, was glücklich macht, eher oben sein soll. Ich glaube, das kann ich dann immer wechseln, je nachdem, wie die Laune ist. Okay. Markiere zunächst einen Trinkbereich. Ein Trinkbereich? Lass uns ein paar Dinge organisieren, damit die Bedürfnisse nicht vernachlässigt werden. Markiere zunächst den Trinkbereich. Klicke das Objektmenü. Hier, klicke den Trinkbereich. Trink aus dem See kann Darmunruhen verursachen. Okay, das heißt, klicke auf das freie Ufer. Das heißt aber auch, dass das ungesund ist, wenn die da raus trinken. Okay, klicke auf Waschbereich. Im Waschbereich kann Clanvolk Sauberkeit gewinnen. Arbeit und insbesondere das Benutzen der Toilette mindert Sauberkeit. So, dann machen wir den Waschbereich hier hinten. Der ist ein bisschen weiter. Weißt du was? Weißt du was? Kann ich das wieder wegmachen? Ich würde gerne den Waschbereich ändern. Shit. Entfernen funktioniert nicht. Hier, Zone entfernen. Machen wir den Waschbereich. Ich mache den hier rein. Dieser Tümpel ist zum Waschen da. So ein bisschen weiter weg. Da könnten die auch rein. Ne? So, Schlafplatz. Gesundheit, 3 die Sekunde. Schlafen, 5 die Sekunde. Eine ungemütliche Stelle zum Schlafen. Klicke auf Schlafplatz. Einige Objekte können mit Mausrad, also drücken, oder eher gedreht werden. Drehe zum Ausprobieren den Schlafplatz. Klick links auf freien Boden, um die Schaltfläche zu platzieren, wenn du mit Drehen fertig bist. Wie viele Leute haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dein Clanvolk. Jetzt habe ich irgendwas verpasst. Egal. Beeren sammeln. Natürlich. Gib 5 Sammelaufgaben für Beeren in Auftrag. Hinweis: Beeren verrotten schnell. Sammle also nicht zu viele auf einmal. So, wir sollen 5 machen. So, 1, 2, 3, 4, 5 haben wir. Menü schließen. So, mit Leertaste kann ich das Pausieren weglassen. Ist ein bisschen laggy, ne? Benutze Leertaste, um fortzufahren, um Beeren sammeln anzufangen. Warte, ich tue mal ein bisschen den Sound reduzieren. Auch das Ambiente. Oder generell ein bisschen den Sound. So, warte, bis dein Clanvolk Beeren gesammelt hat. Nahrungsmittellagerzone. Oh, ich find's cool, wie die rumgehen. Wir machen erstmal im Slow-Mo, ne? Später werden wir natürlich wieder im normalen Modus spielen. So, du hast, du kannst Aufgaben zuweisen. Was? Das Sammeln der Beeren hat die Nahrungslagerzone freigeschaltet. In Lagerzonen werden Ressourcen zusammengelagert. Ein bisschen eng hier, ne? Alles. Ich mach mal hier eine kleine Zone hin. Zack. Klicke also eben platzierte Nahrungslagerzone.
Aufgaben mit höherer Priorität werden früher erledigt, also andere im selben Fähigkeitsbereich. Erhöht die Nahrungslagerzone auf Priorität 10. Also hier ist genau andersrum als in Rimworld. Da war ja 1 höchste Prio. Clanvolk werden nun ungeachtet der Entfernung der Lagerzone anderen Lagerzonen vorziehen. Du kannst alle Lagerzonen-Prioritäten auf einmal zurücksetzen. Hier. Du kannst genau festlegen, welche Gegenstände in der Lagerzone erlaubt sind. Beeren. Schön, das ist gut. Neu entdeckte Nahrung wird den Lagerzonen-Optionen hinzugefügt. Klick auf die Beere, damit sich die Lagerzone wieder damit sie in dieser Lagerzone wieder erlaubt sind. Okay, also so wäre sie nicht erlaubt. Okay. Die Lagerzone ist bereit. Clanvolk nutzt ihre Transportfähigkeit, um sie aufzufüllen. Ach, guck mal, da kommen sogar Pilze und Dings rein. Ach, die gehen um die Betten rum. Sehr schön, Maro. So, Lagerzonen können erweitert werden, ohne Einstellung zu verlieren. Klicke innerhalb der Lagerzone, genau wie bei Rimworld. So, Werkzeuge. So, braucht Werkzeuge, um bessere Ressourcen zu sammeln. Steine, Äste, Arbeitsbereich, okay. So, sammle Steine im Arbeitsbereich. Ach so, ich soll nur 2 Steine sammeln, okay. So, dann kommt die Materiallagerzone. So, klicke Äste sammeln. 3 Äste. Zack. Das Sammeln von Steinen und Ästen im Arbeitsbereich hat... Äste hat den Arbeitsbereich freigeschaltet. Im Arbeitsbereich können Ressourcen zu Werkzeugen und Gegenstände verarbeitet werden. Arbeitsbereich. Machen wir mal. Ach so, es muss im grünen Bereich sein. Huh. Machen wir mal hier hin. Ich muss hier wahrscheinlich dann erstmal Platz machen, wa? Ich habe ja sehr viel Wald angegeben. Das heißt, ich muss hier erstmal wahrscheinlich Bäume fällen später. Sind halt mitten im Wald. So. Warte, bis der Arbeitsbereich fertiggestellt ist. Ich glaube, ich muss mehr Reinigungsgebiete machen. Was ist das? Ressourcen, Steine, 4 Äste und dann Zeit. So, die Steinsichel nutzt man zur Ernte von Gräsern und Schilf. Dann bauen wir mal eine. Und jetzt müssen wir erst noch mal Steine sammeln. So, hier haben wir jetzt ein Werkzeug hergestellt. So, auf dieser Schaltfläche kannst du die hergestellten Fortschritte sehen. Wenn du auf die Schaltfläche klickst, wird der Gegenstand aus der Warteschlange entfernt. Aber lass uns das erstmal nicht tun. Es fehlen halt noch Äste. Warte, bis Clanvolk die benötigten Ressourcen gesammelt und die Sichel hergestellt hat. Denk daran, du kannst das Spiel beschleunigen. Da kommen die Äste. Da sind die Steine. Und Isbel stellt sie jetzt her, alles klar.
Gras schneiden. So, Menü schließen. Eine weitere Methode, um Aufgaben zu verteilen, ist Weltklick. Deine Steinsichel hat die Grasentfernung-Aufgabe freigeschaltet. Versuche das Schilf am Ufer anzuklicken. Hier. Gras schneiden. Schilf ist eine gute Strohquelle. Ziehe Auswahlcursor, um ein weiteres Gras zu entfernen. So, geerntetes Stroh hat Strohwände, Strohdächer und Werkzeug freigeschaltet. Das Ernten neuer Ressourcen und Herstellen neuer Gegenstände schaltet noch mehr Optionen frei. Das Intro-Tutorial neigt sich dem Ende und du bist fast bereit, die volle Kontrolle über dein Clanvolk zu übernehmen. Hinweis: Erscheint von jetzt an auf der rechten Seite, wenn etwas deine Aufmerksamkeit bedarf. Klicke links auf Lüll anzuzeigen. Probiere das jetzt aus, um fortzufahren. Hinweise können auch mit Rechtsklick verworfen werden, wenn du keine Hilfe brauchst. Vorbereitung auf den Winter. Dein Clanflock braucht Wärme, Nahrung, Obdach. Gut. Bei mir brauche mehr Waschbereiche. Alles klar. Dann machen wir nochmal einen Waschbereich. War das bei Objekte? Ja. Ein Waschbereich. Machen wir hier 4 Waschbereiche hin. Brauche mehr Trinkwasser. Kein Problem. Machen wir auch 4 Bereiche hin. Clanvolk haben Ideen, wenn sie Dinge herstellen und Ressourcen sammeln. Klicke mit dem Schlosshimmel, um Neues zu finden. Was? Ideen? Was ist das? Ach so. Ah. Das ist im Prinzip wie so ein Forschungsbaum, kann das sein? Das Ideenmenü zeigt alle Herstellungs- und Freischaltungsvoraussetzungen. Also ich muss Felsen, dann kriege ich die Sachen. Mach nur eine Astablage. Muss ich mir Äste sammeln. So, das linke Feld zeigt dir außerdem alle neuen Freischaltungen an. Du kannst auch in den anderen Menüs auf das Schloss klicken, um neue Freischaltungen zu finden. Um das Tutorial zu beenden, klicke auf das Schloss, um die Freischaltung zu finden. Ich kann Beerenbusch anpflanzen. So, Materiallagerzone finde ich wichtig. Die setzen wir auch hier hin. Benötigt eine Drehmaschine. Dies bei Objekte, Landwirtschaft, Drehmaschine. Wir gehen mal alle durch. Wir haben hier Dächer, Wände und Zäune, Böden und Wege. Hier haben wir die Bedürfnisse, Herstellung, Arbeitsbereich. Landwirtschaft ist die Drehmaschine. Nicht bei Regen. Drehmaschine nicht bei Regen. Aus der Drehmaschine werden Gräser verarbeitet, um Samen und Stroh zu produzieren. Ich mache die mal am besten hier in die Nähe vom Schilf hin, oder? Machen wir mal hier hin. So. So, hier sind Aufgaben. Gras schneiden, Stein sammeln, Äste sammeln, Beeren sammeln, Pilze sammeln. Die Lagerzone, Inventar, Nahrung. Achso, hier kann ich das Inventar sehen. Okay. Ob die sich auch die Werkzeuge selber nehmen und dann woanders hinlegen, ist die Frage. Was ist das? Ein Hahn.
Was haben wir hier noch? Aufgabenliste. Ernte, Transport, Ideen. Ja, hier muss ich, wie gesagt, ich muss noch Äste sammeln, generell. Und also Äste sammeln, um die Sachen hier freizuschalten. Steine sammeln. Äste, Steine, Beeren. Finde ich eigentlich eine ziemlich coole Mechanik. So, Fähigkeitenindex. Ach, sieh an, hier können wir, haben wir auch die komplette Übersicht und können das dann so uns zurechtschieben. Zum Beispiel, das hier muss nach oben. Nach oben. Ne, alles das, was die gerne machen, nach oben. Huch. Da. So. Ist die Frage, das, was die können, nach oben? Oder das, was die gerne machen? Um erstmal hier Vergnügung zu erhöhen. Ich würde sagen, das Geskillte machen wir erstmal nach oben. So, und jetzt gucken wir, was wichtiger ist. Sammeln ist natürlich wichtig, um grundsätzliche Erfahrung zu sammeln. Ich würde sagen, ich lasse es einfach so, ne? Bei Vayne ist ja noch nicht, wobei da sieht auch noch Medizin aus. Also da scheint ja schon alles gut zu sein. Aber so können die sich dann natürlich das, was sie schon können, ganz schnell verstärken und machen danach dann sowieso das, worauf die am meisten Bock haben, ja? So, Stammbaum. Hier kann ich ja erstmal noch nichts machen. Clan. Kann unterschiedliche Clans nennen, oder was? Aktuelles Geld. Was haben wir hier? Autoernten, ja. Autosaat, ja. Autodünger, ja. Autowässern, ja. Autobrandbekämpfung, ja. Okay. Dann können wir, glaube ich, weitermachen. So, sammelt mal ein paar Äste. Und sammelt mal ein paar Steine. So, jetzt haben sie erstmal was zu tun, würde ich sagen. So, dann machen wir mal normale Geschwindigkeit. Mal, ob ich die erweitern kann. Okay, wenn ich draufklicke, kann ich hier nicht ganz erweitern, sondern ich muss wirklich über die Zonen gehen. Also Materialzone wird erweitert. Ich habe den Kiesboden freigeschaltet. So, gucken wir mal. Ich habe hier bei Dächern noch nichts. Ich habe trockenen Steinzaun freigeschaltet. Ich habe Boden freigeschaltet. Kiesboden. Okay. Ist eher für draußen. Auch für draußen. Ich brauche für innen. Was haben wir hier? So, hier habe ich eine Astablage. Astablage. Finde ich ziemlich cool. Will ich bauen. Dann können wir erstmal Äste sammeln. Tun wir mal hier hin. Dann werden hier Äste gesammelt. So, dann gehen wir mal bei Ideen. Ne, wir haben jetzt hier fast die Äste für die Flechtwand. Ich muss halt noch Beeren für den Beerenstrauch. Hier oben haben wir alles. Das heißt, dann sind wir bald schon hier unten. Obstkorb. Da brauchen wir auch noch Beeren. Gut, wenn wir ein bisschen mehr Stroh haben, dann können wir den auch anpflanzen. Das finde ich wichtig.
Genau, schön sammeln der eine und der andere Dingsen, ne? Vorräte für einen Tag. Drehmaschinen-Tutorial. Clanvolks benutzen, um Gräser zu sammeln, Stroh zu verarbeiten. Gras schneiden. Ja, ich habe das doch schon mal gemacht. Aber gut, dann machen wir nochmal zwei Gräser. Hallo? Ach so, warte, Gras schneiden. Schneid mal hier ein bisschen Gras weg, ja? So, damit wir hier mal ein bisschen mehr Platz haben. Jetzt haben die natürlich alle viel zu tun. Aber es wird geschnitten. Heusamen. So, das ist der Speedy. Erste Folge, Doppelfolge, ne? Wisst ihr Bescheid? So, als nächstes muss das geschnittene Gras vom Clanvolk verarbeitet werden. So, klicke, um Gräser zu Samen und Stroh zu verarbeiten. So, wir haben hier Stroh, wir haben hier Flachshalme. Ach, guck mal hier. So, wenn ich Heusamen mache, dann wird das Heu genutzt, um daraus Heusamen und Stroh herzustellen, okay? So, wenn ich Flachshalme mache, dann kriege ich daraus Flachssamen. Das finde ich natürlich gut. Dafür brauche ich aber Flachsgarbe. Wir haben hier Heu, Flachsgarbe. Hier ist nochmal Heu. Also das hier ist im Prinzip dasselbe wie das hier, oder? Ach nee, ich muss mich für eins entscheiden. Ich krieg nicht beides. Okay. So, nun wird eine Ladung Gras zum Samen und Stroh verarbeitet. Manchmal wirst du allerdings für konstanten Nachschub eines Materials sorgen wollen. Stroh wird oft in der Herstellung verwendet. Klicke auf automatisierten Vorrat. Oh, wir können das automatisieren. Wie cool ist das denn? Das ist ja wie bei der Einstellung bei Rimworld, die ich ja irgendwie ganz am Ende irgendwann mal, wo ihr in die Kommentare geschrieben habt, herausgefunden habt. Nutze den automatischen Vorratsschieber, um zu bestimmen, dass du immer 100 Stroh verfügbar haben willst. Ja, das werden wir für alles nutzen, ne? Also, wir werden überall automatischen Vorrat haben. Wahrscheinlich. So, du kannst die Priorität der meisten Aufgaben einen Boost geben. Aufgaben mit Boost werden ungeachtet der Fähigkeit der Reihenfolge des Clanvolks als allererstes erledigt. Boosten. Boosten kann in Notfällen helfen, ohne dass einzelne Fähigkeiten des Clanvolks neu priorisiert werden müssen. Alles klar. Außerhalb von Tutorial bietet die Schaltfläche einen neuen Schnellzugang zu Entwürfen. Dies ist die Fertigkeit, welche zum Bedienen der Drehmaschine nötig ist. Erfordert Landwirtschaft, alles klar. Landwirtsclanvolk bringt Grasbündel für Weiterverarbeitung zur Drehmaschine. Von der Drehmaschine erhältst du Stroh fürs Bauen und Samen für die Landwirtschaft. Stroh ist entzündlich, manche Tiere fressen Samen. Ah, okay. Zerlege-Tutorial. Viele Gegenstände können zerlegt werden, um in Einzelteile zurückgewinnen. Es ist möglich, Gräser zu kennzeichnen, damit sie sofort als Stroh verwendet werden. Hinweis: Von Gräsern werden keine Samen gewonnen, wenn sie nicht an der Drehmaschine verarbeitet werden. Nee, das machen wir nicht. Wir tun die schön verarbeiten. Eine Aalfalle. Also, bei Objekte. Eine Aalfalle. Die kommt ins Wasser, nehme ich mal an. Ich baue mal zwei Stück von diesen Dingern.
wenn sie nicht überfischt werden. Definiere überfischt. Dann baue ich vielleicht doch erstmal nur eine. Maro ist unglücklich. Die soll ja nicht bauen. So, ich habe ja jetzt hier die Samen, ne? Warte, wir gehen mal auf Ideen. Gucken mal, was wir jetzt hier... müssen immer noch Beeren sammeln. Und immer noch Äste. So, aber ich müsste doch die Heusamen jetzt anpflanzen können, ne? Ich weiß halt nur noch nicht, wie es funktioniert. Wir haben noch keine Felder zum Anlegen. Hier, Pflanzen. Ah, bei Pflanzen. Getreide, Gras. Also ich kann jetzt im Moment nur Gras anbauen. Dann mache ich hier mal eine Grasfläche hin. Die brechen wir ab, weil hier sind Obstbäume. Machen wir erstmal hier so eine kleine Fläche, wo wir dann Gras anpflanzen. So, wir gehen auf Ideen und gucken mal, wie viel wir denn brauchen. Ich muss Flachshalme sammeln und ich muss noch ein bisschen mehr Stroh. Das heißt, ich werde am besten auch noch ein bisschen Schilf auch noch mal abernten. Und natürlich ein bisschen Gras. Beeren haben wir noch genug und Pilze, deswegen machen wir erstmal weiter. Aber Aufgaben können wir ein bisschen Äste sammeln. Mal wieder. Damit wir mal hier die Äste voll kriegen. Wie viel sind denn da drin? Ah, das ist natürlich praktisch. Sowas brauche ich für Steine. So, Aufgaben. Steine sammeln. So, wir haben ein paar neue Sachen. Wir haben hier einmal einen Flechtzaun, auch für draußen. Und wir haben eine Flechtwand. Planung. Alphalen sind außerhalb des Winters eine verlässliche Nahrungsquelle. Auf die Alphalen. Eine weitere Methode, Ressourcen zu regeln, ist das Festlegen täglicher Aufgaben. Automatische Versorgung können in diesem Fall zu vielen Aale fangen, was zu Überfischung kleinerer Seen führen könnte. Lass uns also ein tägliches Fanglimit für diese Falle festlegen. Klicke auf die rohe Aalschallfläche, um den Jäger anzuweisen, die Aalfalle zu setzen. Okay, wenn ich hier das automatisiere, diese Schallfläche weist den Clanfall an, mit der Arbeit bis zum nächsten Tag zu warten. Diese Schaltfläche weist Clanvolk an, die Herstellungswarteschlange zu wiederholen. Das heißt, Clanvolk werden zweimal täglich Aale fangen und dann wiederholt bis zum nächsten Tag warten. Ah, das heißt, wir können sogar die Automatisierung, anstatt hier, dass wir immer so einen Vorrat haben. So hätte ich das nämlich gemacht, aber dann hätten die das vielleicht überfischt. So, wenn wir das jetzt so machen. Wiederholte diese Playlist, das heißt, er fischt zweimal Aale, wartet am nächsten Tag fischt er zweimal Aale. Stelle die Priorität auf 10, das stellt sicher, dass der Jäger die Aalfalle früh am Tag setzt, damit der Koch Aale hat. Das heißt, das wird als erstes gemacht. Das ist natürlich auch eine Idee. Dann wird nicht überfischt, okay. Erhöhe die Jagdpriorität dieses Mitglieds, damit die Aalfalle jeden Morgen als erstes gejagt wird.
Wieso muss es dieses Mitglied sein? Nee, warum dieses Mitglied? Die Alphalle fängt nun zweimal täglich Aale. Die Aale hat außerdem hohe Priorität. Jäger werden sich also umkümmern, bevor sie andere Jagdaufgaben widmen. Es ist wichtig, Seen nicht zu überfischen, da ihre Ergiebigkeit sich sonst verringert. Hinweis, rohe Aale müssen am Feuer gekocht werden. Jetzt müssen wir den hier aber erstmal, ne. Okay, wir gehen auf Prioritätslisten. Wer hat denn, wer jagen? Hier. Isbell. Maximale Prio. Ja, wobei ist ja theoretisch maximale Prio, wenn Medizin ganz oben für jeden ist. Gut. Objekte, Nahrung. Sprüht Funken. Das heißt, da muss ich aufpassen, wo ich das baue. Wo waren das jetzt? Ah, hier bei Nahrung und dann auch Feuer. Spendet Licht und Wärme und erlaubt die Zubereitung warmer Mahlzeiten. Alle feuerproduzierenden Funken platzieren sie also in geräumigen Bereich. Platziert das Kochfeuer zur Sicherheit neben dem See mit Abstand zu Gras. Kann ich das drehen? Ja. Neben den See mit Abstand zu Gras. Wäre hier eigentlich so optimal. Dann müsste ich die Nahrungslagerzone ein bisschen verschieben. Und dann tun wir die hier weg. So, wir haben bei Ideen ein paar Sachen freigeschaltet. Schilf. Wir haben Schilf freigeschaltet. So, ich kann Schilf anbauen. Würde ich das doch mal sagen, machen wir hier direkt, oder? So ein bisschen Schilf anbauen. So, was haben wir denn noch freigeschaltet? Getrockneter Aal. Das machen wir dann hier drin. Ja, komm, wir nutzen das Tutorial. Das Kochfeuer hat Lagerblockade freigeschaltet. Lagerblockaden halten Clanfolk davon ab, Gegenstände in bestimmten Bereichen abzulegen. Das ist nützlich, um Gegenstände von Feuerfunken fernzuhalten. Du brauchst Tonkrüge, um Feuer zu löschen. Lagerblockade. Ach so, ich verstehe. Das heißt, ich muss hier in diesem Umkreis, das muss ich wegmachen, ich muss hier die Lagerblockade... So, klicke auf das Kochfeuer, um verfügbare Rezepte anzuschlagen. Füge der Warteschlange einen Auftrag für gekochte Aale hinzu. Das Rezept für gekochte Aale gibt pro Aufgabe 5 gekochte Aale. Der Ertragsmenge pro Auftrag siehst du im Rezeptbild. So, Clanfolk fangen nun Aale zum Kochen. Sobald rohe Aale verfügbar sind, kannst du außerhalb des automatisierten Vorgangs. Du kannst außerdem das automatische Vorratssystem nutzen, um einen konstanten Vorrat an gekochten Aalen zu sichern. Natürlich. 20 will der. Okay. Der Koch wird nun
versuchen, einen Vorrat von 20 gekochten Aale beizubehalten. Eine weitere Aalfalle mit gefestigten automatischen Versorgungen oder täglichen Bedarf könnten den Koch jederzeit einen Vorrat von 20 Aalen, welche sie sie brauchen, zur Verfügung stellen. Ja, aber ich will ja nicht überfischen. Ich weiß noch nicht, wie man das nachgucken kann. Ich muss jetzt erstmal eine Nahrungslagerzone machen. Der muss nochmal weg. Huch. Rachel oder Rachel nimmt Angus mit rum. Ab ins Bett mit Angus. Ah, nee. Umgekehrt. So, was haben wir denn hier? Benötigt Steinhacke. Zack. Wofür ist die? Fürs Feld wahrscheinlich, ne? Zum Löcher graben und Lehm sammeln. Ich habe keine Nahrung, aber, ach so, Aufgaben, Beeren sammeln. Sammelt mal ein paar Beeren, Leute. So, das hat Prio 10. Okay, was haben wir denn hier noch? Was ist das? Verhindert, dass an dieser Stelle flammbare Gegenstände abgelegt werden. Wir haben ein neues Objekt. Ein Obstkorb. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich platziere den Obstkorb mal hier hin. So, es fehlen immer noch hier die Beerenbusche zum Pflanzen. Aber da sind wir ja dabei. Ich habe noch keinen Flachs gefunden. Und ich muss noch ein bisschen Stroh herstellen. Gut, im Moment habe ich zu viel Stroh. Ich mache noch mal hier ein paar Aufgaben für Heusamen. Ich habe Lehm freigeschaltet. Oh, hier gibt es jetzt mehrere Tutorials. Fangen wir erstmal mit dem an. So. Klicke, um die Hacke zu finden. Die liegt da. Ich baue aber auch nochmal eine Steinaxt, oder? Sekunde. Bau mal kurz hier eine Steinaxt. So. Also hier, zack. Der Vorrat an Items mit dem Zahnrad-Icon kann automatisiert werden. Ziehe den unteren sichtbaren Vorrat. Ach, sieh an. Dass immer zwei von diesen Geräten da sind, finde ich eigentlich ganz cool. Manuelle Herstellung hat Priorität über automatisierte Vorräte. Automatisierte Vorräte werden nur aufgefüllt, wenn die Warteschlange leer ist oder bis morgen wartet. Okay. Habe ich verstanden. Das ist ja cool. Das geht mit der Kleidung auch dann. Ein Erdboden. Ich suche Böden für drinnen. So, was haben wir hier? Ein Plumsko. Ich weigere mich, dies zu erklären. Okay, machen wir erstmal hier. Ne? Wir haben, die ist in Produktion. Wir haben hier Zwirn, okay. Ich mache den Zwirn mal
auch, dass ich so einen Vorrat von 20 habe. Automatisiert natürlich. So, dann soll ich Bäume fällen. Brauche mehr Toiletten. Der will, dass ich Plumpsklos baue. Ja, wo bauen wir denn die Plumpsklos hin? Ich baue erstmal zwei Stück hier hin. So, zum Ausgraben am Wasserufer Lehm. Okay, Lehm sammeln. Wie funktioniert das? Findet man am Ufer. Ach, okay. Weiß natürlich nicht, ob dann hier das... Ich buddel einfach mal. Ich weiß nämlich nicht, ob dann das Dunkle weggeht. Das will ich jetzt herausfinden. So, ich habe neue Pflanzen. Erdboden. Gepflügte Erde. Zum besseren Anpflanzen. Gut, ich muss sowieso hier mal ein bisschen Gras schneiden. Ich würde sagen, wir schneiden hier einfach mal ein bisschen Gras. Und dann hacken wir hier auch mal ein bisschen Bäume später weg, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Für die Bäume muss natürlich hier noch ein bisschen mehr gebaut werden. Ich hätte gerne auch so ein Steinlager. So, hier ist der Obstkorb. Für die Beeren. Sehr gut. Der hat auch eine höhere Prio. Ne, das heißt, das wird dann da reingebracht. Ich glaube, das... Oh, hier sind Fische. Ich glaube, das ist vielleicht zu nah dran. So, ich kann Büsche entfernen. Steinspitzhacke, okay. Automatischer Vorrat. Zwei. Ich will immer zwei von den Werkzeugen haben. So, das haben wir ja schon mal gelernt. So, mit dem Fähigkeitenindex kannst du die Priorität dieses Clans wohl vergleichen. Stelle sicher, dass ein Koch, ein Handwerker, ein Bauarbeiter, Jäger und Landwirt hast. Manche Clanmitglieder sind in bestimmten Bereichen besonders gut. Manche mögen sie bestimmte Aufgaben ganz besonders oder auch nicht. Na, der ist mit am besten hier. Zack. Ich tue mal die Landwirtschaft nach oben. So, Schlafmatten. Ich kann Schlafmatten bauen. Kann ich die upgraden? Nee. Gut, jetzt wird alles hergestellt. Wir benötigen aber viel mehr Stroh. Ich glaube, ich würde den Zwirn die Automatisierung auf 50 hochsetzen. Oder auf 100. Ne, komm, wir machen 100. 100 Zwirn, 100 Stroh. Hafer. Habe ich denn schon Hafer? Ich mach mal die beiden rein, damit wir die Samen davon haben. Ah, hier sprühen jetzt die Funken. Das heißt, das werden das erste Mal Aale hergestellt. Holzkohleofen.
So, der Arbeitstag endet bei Sonnenuntergang. Clanvolk versuchen nun, sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern, bevor sie zu Bett gehen. Denk daran, dass Clanvolk überlasten kannst, wenn die Aufgabe dringend ist. Okay. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, aber erst nochmal Schlafplätze. Eine Felswand. Steinboden. Bodenmatte. Ich muss erstmal noch für die Nacht denen hier einen Platz zuweisen. So. Bodenmatte. Unnötig für Kies und Erdböden. Würde ich ja noch einen Stein machen. Fackel. Der sprüht Funken. Okay. Ja, dann können wir die nicht einfach so platzieren. Hier ist der Holzofen, der sprüht keine Funken. Ich würde sagen, wir bauen den einfach mal hier hin. Kleidung. Schneiderbereich. Machen wir einfach mal hier hin. Ein Fleischregal. Perfekt. Mache ich hier hin. Landwirtschaft. Tierbetten. Ja, dafür müsste ich erstmal Tiere haben, ne? Deswegen baue ich erstmal kein Tierbett. Wobei, ich glaube, ich habe doch da einen Hahn oder so, ne? Ich baue einfach mal ein Tierbett. Was soll der Geiz, ne? Was soll der Geiz? Einfach mal ein Tierbett bauen. So, alles entfernt, Kies ausgraben, Berge abbauen, Bäume fällen, Büsche entfernen, Baumstümpfe entfernen. Ich werde jetzt, würde gerne hier auch die Bäume mal fällen, damit ich hier mal Platz habe, ja? So. Hier so um die Basis mal ein paar Bäume fällen. So, Lagerzone. Allgemeine Lagerzone. Werkzeuglagerzone. Machen wir hier hin. So, Schlaftutorial. Für den besten Schlaf braucht Clanvolk einen dunklen, stillen, warmen Raum mit einem Dach. Clanvolk schlafen bis Sonnenaufgang, verschlafen aber, wenn sie zu müde sind. Clanvolk versuchen, ihre Bedürfnisse zu erfüllen, bevor sie am Morgen mit der Arbeit beginnen. Erhöhe die Geschwindigkeit, damit die Nacht schneller vorangeht. Okay. Ja, komm. Boah, 12-fache Geschwindigkeit. Von 2 auf 12. Also der Speedy, der ist echt ein Speedy. So, gucken wir mal bei Ideen. Was haben wir denn hier? Wir haben immer noch keine Flachs-Dinger gefunden. Wir haben immer noch nicht genug Beeren gesammelt. Wir müssen immer noch ein bisschen Stroh produzieren. Aber dann können wir erstmal ein Haus aus Stroh bauen. Alter, ich bin hier teilweise schon relativ tief, ne? In manchen Sachen. Ich habe hier schon einen Steinboden. Der Steinboden, der ist sogar ziemlich gut. Was würden die Strohdach, kann ich noch nicht sehen. Muss ich erstmal ein bisschen mehr Stroh machen. Was wird der Steinboden kosten? Lehm und Fels. Würden wir das Stroh überspringen und direkt auf Stein gehen? Ich glaube, wir würden erstmal. Dann könnten wir, wenn wir auf jeden Fall auf Stein gehen, könnten wir auch drinnen unser Lager machen, ne? Ja, genau. Erstmal hier richtig einen ablunzen. So läuft das nämlich.
Kannst ja auch hier nochmal ein bisschen Lehm sammeln. So, ein bisschen Beeren sammeln wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir haben keine Beeren in der unmittelbaren Nähe. Können auch ein bisschen Pilze sammeln, ne? Ich brauche auf jeden Fall viel mehr Stroh. Ich meine, ich habe es ja hier gemacht, ne, dass geerntet wird. Jetzt muss ich auch noch mal hier ein bisschen vom Schilf ernten. Ähnliche Gegenstände können gleichzeitig ausgewählt werden. Lass uns alles Clanfolk auf dem Bildschirm gleichzeitig auswählen. So, um alle Objekte einer Art und der ganzen Karte zu markieren, halte linke Umschalttaste und klicke auf dein beliebiges Objekt. Ah, okay. Versuch alle deine Clanfolk. Okay. Um die Auswahl hinzuzufügen oder ein Objekt zu entfernen, halte Steuerung links. Denk dran, klicke links, Linkklick auf Hinweis, um schnell zu Objekten oder Aufgaben zu navigieren, mit denen ein Problem gelöst wird. Manche Probleme haben mehrere Lösungen, wenn du öfter auf den Hinweis klickst. Also hier gibt es noch eine Schlachtbank. Ich benötige Stroh. Bin ich ja dabei. Ich habe es ja automatisiert. Ne, sind wir ja dabei. So, Schlachtbank. Aber ich würde sagen, das war's erstmal für die erste Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.